So, ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV live direkt um 11:06 Uhr am 2. Februar 2024. Vor 2 Jahren war Schnapszahl. Ja, Wahnsinn. Hier wird kräftig geblitzt und Geld verdient, oder? Wahnsinn. Diese Käste werden immer größer. Naja, der steht wahrscheinlich hier eine Weile rum. Mal das Ding so angucken, was da drauf steht. Anlage ist GPS und videoüberwacht. Alarmmeldungen gehen an die Polizei. Ja, sind wir gespannt. Wahnsinn. Videoüberwacht. Ah, der kann hier auch. Hier ist ein Feld. Der fotografiert hier auch die Traktoren, wenn sie zu schnell über den Acker fegen. Das war natürlich ein Witz. Ja. Wahnsinn. Also so ein Gerät macht schon gute Fotos, ja, aus extrem weiter Entfernung. Direkt am blauen Bock an der B34 teilt das Video. Ja. Es gibt günstigere Bilder. Also bisher hat es noch nicht geblitzt, ich habe es noch nicht gesehen. Aber da läuft ja ein Film mit. Genau. Krasse Sache. Übrigens, ich habe gerade was erlebt. Habe gerade was erlebt. Da kommt mir doch tatsächlich ein VW-Fahrer entgegen. Weißer VW-Bus, Kalifornien in Rheinfelde. Nullinger Straße. Und dann dreht er gerade um bei durchzogene Striche. Vor mir. Also ich habe eine richtige Vollbremsung hingelegt. Der dreht um über die Abbiegespur Richtung Friedrichstraße. Und dann war er auf einmal neben mir, weil ich bin links abgebogen oder wollte links abbiegen. Er steht neben mir an der roten Ampel, holt das Handy raus oder hat das Handy immer noch in der Hand, geht irgendwie, in die linke Hand und tippt dann mit der rechten Hand irgendwas ein. Ey, Leute, wenn ihr Auto fahrt, kein Alkohol, kein Schnaps, kein Bier, kein Rotwein. Und auch kein Handy an der Hand. Ne? Ah, jetzt kommt die Polizei. Ah, die hat wahrscheinlich schon Mitteilung gekriegt, hier ist einer da am Blitzkasten. Genau. So, und ich werde sicherlich nachher später, am späten Nachmittag, wenn ich alle Infos habe, nochmal live gehen. Es ist nämlich ein schwerer Unfall passiert in Rheinfelde. Und tja. Das, was sich drumherum abgespielt hat, es sind nämlich Helfer vor Ort gewesen, bevor alle anderen Einsatzkräfte da waren. Und die haben da nicht so schöne Sache erlebt. Und darüber gibt es einen Bericht von mir. So. Lasst euch nicht einschüchtern, sage ich hier nur. Wenn ihr an einen Unfall kommt, ihr seid dazu aufgefordert zu helfen, auch den Verkehr zu regeln, wenn keine Polizei da ist. Und genau zu diesem Thema gibt es dann nachher noch einen Bericht. Ich wünsche euch was, teilt das Video, also B34 beim Blaue Bock. Das ist früher mal so. Ah, jetzt ist es Spielhalle. Früher habe sich da heiße Spielchen abgespielt. So. Heute ist Freitag übrigens. Ich habe es ja gestern gesagt. In Freiburg streiken die VAG, also Bus- und Straßenbahn. Und natürlich noch in andere Ortschaften. Ich habe gestern schon darüber berichtet. Schaut es euch an, wenn ihr betroffen seid. Und ich wünsche euch was, einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann. Bye bye.